Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Unter dem Titel, wie wir der digitalen Infrastruktur ein Update verpassen. Schön, dass Sie alle die Zeit gefunden haben, bei uns reinzuschauen. Wie wir ja alle wissen, ist es ja zurzeit schwierig, physische Veranstaltungen durchzuführen, aber als Digitalpartei fällt es uns natürlich relativ leicht, dann digitale Ersatzformate zu finden, und das mache ich jetzt auch sehr gerne zum zweiten Mal mit einem Digitalisierungsthema, und eben heute soll es um die digitale Infrastruktur als Grundlage des Ganzen gehen. Ich freue mich, dass Sie eben alle da sind, und ich begrüße auch an dieser Stelle eben unseren Moderator des heutigen Abends, Herrn Guido Gerdt. Herr Gerdt ist Leiter der Bonner Redaktion des Behördenspiegels und moderiert öfters digitale Diskussionsrunden. Er wird dann auch zu einem späteren Zeitpunkt dann noch die weiteren Referenten, Herrn Schlichenmeier und Herrn Schinkel, vorstellen. Als kleiner Hinweis, Herr Schinkel ist aus technischen Gründen nur mit einer Audioverbindung zu hören. Also wenn Sie ihn nicht sehen können, nicht wundern. Das ist leider so geworden sozusagen, aber Sie werden natürlich trotzdem alles mitbekommen. Ganz zu Beginn noch ein technischer Hinweis, falls es Zuschauer oder Zuhörer gibt, die sich nur telefonisch einwählen konnten, weil der Anmeldelink auf der Internetseite unserer Fraktion nicht funktioniert hat. Probieren Sie es einfach nochmal, indem Sie den ganzen Link kopieren, wenn Sie es per Link machen möchten. Da ist in dem ist der Teil mit dem Join und der folgenden Meetingraumnummer, der ist leider nicht korrekt hinterlegt gewesen. Und wenn Sie das einfach komplett kopieren und in Ihr Browser-Adressfenster einfügen, können Sie sich dann auch nochmal per Browser einwählen. Wenn Sie aber schon mit Ihrem Laptop drin sind, umso besser, dann haben Sie alles richtig gemacht und auch Glück gehabt bei der Auswahl des Links. Ja, so viel zu den Vorworten. Ich möchte jetzt gleich, ohne groß zu fackeln, in das Thema einsteigen. Das Thema Breitbandinfrastruktur, das Thema Mobilfunk, das Thema digitale Infrastruktur im Allgemeinen ist ja eins, das ganz vielen Leuten Sorgen bereitet, das auch bei vielen eben sozusagen der Schuh drückt. Weil wir alle ja Situationen kennen, in denen wir zu wenig Internetanbindung hatten oder sogar nicht mal eine Telefonanbindung. Und da ist natürlich die digitale Infrastruktur, spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Und ja, das zeigt sich nicht nur daran, dass wir damit Erfahrung machen und dann uns über schlechte Internetanbindung ärgern, sondern dazu gibt es auch Zahlen, von denen ich einfach als Einstieg mal ein paar erläutern möchte. Und zwar kommen die aus dem Breitbandbericht des Landes. Es ist jetzt zwar in der Kamera, glaube ich, spiegelverkehrt, aber man kann sich denken, wie es geschrieben ist. Breitbandbericht des Landes Baden-Württemberg, der ist ganz neu erschienen vor wenigen Wochen, der eben die Situation in Baden-Württemberg zusammenfasst. Es ist zwar ein Papier vom Innenministerium und von der Landesregierung, aber es stehen natürlich trotzdem auch Fakten drin, vor allem Fakten drin. Die sind natürlich auch für vieles eine Grundlage. Was da ganz interessant ist, und das zeigt auch, warum das Thema eben mehr an Bedeutung auch gewinnt, wenn man sich zum Beispiel mal die Entwicklung des nationalen Internetverkehrs anschaut. Da gibt es in Frankfurt den zentralen Internetknoten DE-ZIX. Der befindet sich in Frankfurt und dort geht fast der gesamte Internetverkehr des Landes und auch anderer Länder drüber, und da hat sich der Verkehr in den letzten 5 Jahren verdoppelt, und zwar von 3 Terabit pro Sekunde auf 6,2 Terabit pro Sekunde im Jahr 2020. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wer die Einheit Terra nicht kennt oder Terabit nicht kennt, das sind 1000 Gigabit und das sind wiederum 1 Million Megabit. Also wirklich eine ganze Menge Daten, die da fließen, und das pro Sekunde, also 6,2 Millionen Megabit
die da fließen, ist natürlich eine ganze Menge, die an Daten transportiert wird. Und da merkt man, in dieser kurzen Zeit von 5 Jahren eine Verdoppelung des Verkehrs zeigt einfach, da ist ein enormer Bedarf da und es wird immer mehr ins Internet verlagert. Ein zweites Zahlenpaar, das auch nochmal das verdeutlicht und vielleicht auch für Sie zu Hause nochmal ein bisschen eindrücklicher ist, ist der durchschnittliche Datenvolumen, das durchschnittliche Datenvolumen pro Hausanschluss pro Monat. Das waren im Jahr 2015 waren das etwa 47 Gigabyte, die jeder Haushalt so im Schnitt, das sind auch noch Unternehmen dabei, eben verbraucht hat im Monat. Und im Jahr 2019 waren es 124 Gigabyte, also fast das Dreifache von dem, was noch vor 5 Jahren üblich war. Das heißt, da ist ein rapider Anstieg. Es gibt Prognosen, die auch eben in diesem Breitbandbericht zu finden sind. Die kommen von der Bundesnetzagentur, dass bis 2025 sogar sage und schreibe 825 Gigabyte pro Monat pro Anschluss quasi genutzt werden. Und da merkt man natürlich, wenn man in solchen Größen bei den Zahlen unterwegs ist, da wird es schwierig, wenn wir jetzt schon zum heutigen Zeitpunkt über die Infrastruktur klagen. Und da kann ich eine Antwort vielleicht auch schon vorwegnehmen. Das wird eigentlich nur wesentlich mit einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur funktionieren, denn das Thema Glasfaser oder die Glasfaserinfrastruktur und die Lichtübertragungstechnik ist die einzige, die eben solche Datenmengen zuverlässig und schnell übertragen kann. Die bisherigen Übertragungstechniken mit Kupfer, wie Sie das von Ihrem normalen Haustelefonanschluss beziehungsweise DSL-Anschluss kennen, sofern Sie noch einen haben, ist da nicht mehr dazu in der Lage, solche Datenmengen zu transportieren. Und da fehlt es halt bei uns im Land. Und da brauchen wir eben ein großes Engagement. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie wir das schaffen, wie wir das beschleunigen können. Und das wäre so mein Einstieg gewesen, warum das Thema Breitband eins von unseren zentralen Themen ist, auch als Grundlage der digitalen Infrastruktur insgesamt. Und jetzt übergebe ich sehr gerne an unseren Moderator des heutigen Abends, Herrn Guido Gerz, nachdem ich noch einen organisatorischen Hinweis Ihnen gegeben habe. Und zwar, es wird am Schluss gibt es quasi eine Fragerunde von Ihnen als Zuschauer, bei denen Sie einfach ein paar Fragen an uns richten können, die dann beantwortet werden, entweder von einzelnen Referenten oder eben von allen. Sie können Fragen an uns richten, indem Sie dieses Sprechblasensymbol oben rechts in der Ecke verwenden und da uns quasi einfach eine Nachricht dann eintippen. Und ansonsten bitten wir Sie, Ihre Mikrofone und Kameras stumm zu stellen. Ansonsten werden Sie stumm gestellt. Aber hilft uns sehr, wenn Sie das von sich aus tun, damit es da keine Störgeräusche gibt. Vielen Dank. Und jetzt übergebe ich an unseren Moderator, Herrn Gerd. Ja, lieber Herr Karreis, ganz herzlichen Dank für die freundliche Anmoderation und die Übergabe. Schöne Grüße aus Bonn ins Oh, da gibt Ländle, es wenn ich ein das. Tonproblem, Herr Gerd. Wir können Sie nicht hören. Also ich kann ihn hören. Ich höre Ja, ihn auch. also man müsste mich hören können. Also es scheint an dem Mikrofon zu liegen, weil offen ist Ihr Mikrofon, aber irgendwie scheint Ihre Technik da, Ihre Hardware ein Problem zu haben. Aber ich kann ihn hören, Herr Karreis. Also Also ich ich auch, kann ihn Herr auch. Karreis. Ich kann ihn Jetzt auch einfach hören. bitte in den Chat schreiben, wenn Sie mich hören. Ja, alles klar. Also ich werde Ich gehört. kann Sie auch hören. Herr Karreis, hören Sie mich denn? Also ich höre, dass Sie hörbar sind, dann liegt es wohl eher an mir. Das kann natürlich auch sein. Gut, damit wir jetzt hier keine Verzögerung im Betriebsablauf bekommen, würde ich einfach mal weitermachen. Also die Grüße aus dem Norden ins Ländle war ich schon losgeworden. Es freut mich sehr, dass ich die Chance habe, mit Ihnen in den kommenden 90 Minuten hier zu diskutieren zum Thema Breitbandausbau. All denjenigen, die den Behördenspiegel vielleicht noch nicht kennen, sei gesagt, also wir sind eine Zeitung für den öffentlichen Dienst, die sich insbesondere mit Modernisierungsthemen beschäftigt.
Und da ist ein großes Feld natürlich die Digitalisierung. Und hier ist der Breitbandausbau natürlich die Grundlage zu vielem, was wir da diskutieren, sei es das Thema Smart City oder sei es auch ein wirklich durchschlagendes, durchgreifendes E-Government in Deutschland, seien es Themen wie Homeoffice, was jetzt auch in der öffentlichen Verwaltung ein absolutes Trendthema ist. Also Grundlage oder Rückgrat all dessen ist natürlich eine vernünftige und sichere digitale Infrastruktur. Ich möchte Ihnen, das hatte Herr Karas schon angekündigt, natürlich gerne meine oder die beiden noch fehlenden Protagonisten des heutigen Abends vorstellen. Da wäre zum einen Michael Schliechenmeier. Er ist Mitglied der Clearingstelle Digitale Infrastruktur für den ländlichen Raum in Baden-Württemberg und stellvertretender Leiter der Stabsstelle Digitalisierung beim Landkreistag Baden-Württemberg. Und wenn man sich die Vita von Herrn Schliechenmeier so ein bisschen genauer anguckt, trotz seiner jungen Jahre hat er schon 4 staatliche Ebenen, wenn Sie so wollen, durchlebt. Sie waren mal Praktikant im Bundesinnenministerium, gleiches bei der Vertretung des Landes Baden-Württemberg. Bei der EU. Sie haben beim Europäischen Parlament selbst gearbeitet und Sie waren in der Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd tätig und sind jetzt beim Landkreistag, also schon sehr viel gesehen und vielleicht auch für so ein komplexes Thema wie Breitbandausbau, wo ja auch viele staatliche Eben mit agieren, staatliche Eben und die Kommunen, muss man korrekterweise sagen, sicherlich ein gutes, profundes, eine profunde Basis, um hier mitdiskutieren zu können. Zweiter in der Runde, leider nicht im Bild, aber tonlich bei uns und sicherlich auch fleißig mitdiskutierend, gleich ist Kai Schinkel. Er ist Geschäftsführer der Wireless GmbH und ist Mitglied im DIHK-Ausschuss für Informations- und Kommunikationstechnologie. Und noch ein Fakt, also erstmal ein Fachmann, aber auch ein Fakt, der sein Engagement für das Thema Breitbandausbau noch unterstreicht, ist, dass er Gründungsmitglied der Breitbandinitiativen sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern ist. Schön, Herr Schinkel, dass Sie auch heute Abend mit uns diskutieren wollen. Vielen Dank. Auch ich habe Ihnen unabgesprochen und doch kongenial ein paar Zahlen aus dem Breitbandbericht mitgebracht. Nachdem Herr Karas ja insbesondere was zur Bedeutung der digitalen Infrastruktur im Alltag und natürlich auch im beruflichen Alltag gesagt hatte und auf die Zahlen des zum Datenverkehr eingegangen ist, habe ich Ihnen jetzt mal die Zahlen mitgebracht, wie es denn mit dem Status quo aussieht. Also wo steht die Software oder das Betriebssystem digitale Infrastruktur in Baden-Württemberg heute und über welches Update müssen wir dann reden, was wir ja heute Abend dem Ganzen verpassen wollen. Es ist derzeit so entnehmen wir den Breitbandbericht, dass 91,8% aller Haushalte in Baden-Württemberg mit mindestens 50 Gigabit pro Sekunde versorgt sind. Das entspricht einer Steigerung von 20,4% in den letzten 5 Jahren. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das viel oder wenig ist. Will ich an der Stelle aber mal hinten anstehen lassen. Des Weiteren heißt es dort, bereits über 2260 Projekte wurden in den letzten 5 Jahren realisiert und Ausbauvorhaben mit über 729 Millionen Euro seitens des Landes unterstützt. Bis zum Ende der Legislaturperiode, also März nächsten Jahres, wird das Land die Rekordfördersumme von über 1 Milliarde Euro in den Glasfaserausbau investieren und gerade auch die Anbindung der ländlichen Gebiete verbessern. Politische Zielsetzung ist ja, dass noch als letztes bis 2025 überall im Land gigabitfähige Netze auf Glasfaserbasis flächendeckend, also ausgerollt zu haben, um es mal so technisch zu formulieren. Also das sind die Zahlen, Status quo, über die wir hier reden. Und Herr Karas sprach es an, der Bericht ist relativ neu. Der ist am 11. September erst veröffentlicht worden. Sie können den sich, der ist auch optisch ganz hübsch aufgemacht, auch im Internet runterladen, wenn Sie mögen. Ja, wo wir stehen, habe ich gesagt. Was für ein Update brauchen wir denn? Wenn ich jetzt mal in die Kommunen schaue, Herr Schliechenmeier, Sie arbeiten natürlich an vielen Fronten als jemand, der für den Landkreistag tätig ist. Das ist ja auch eine durchaus heterogene Landschaft, die man dort im Lande vorfindet. Was für ein Update
braucht man? Wo sind Stellschrauben, wurde es in der Einladung genannt, die man vielleicht noch etwas anders drehen muss, damit wir die digitale Infrastruktur auf eine Leistungsfähigkeit bringen, die für die Projekte, die uns künftig so vorschweben, insbesondere auch für die Wirtschaft vonnöten sind. Vielleicht steigen Sie einfach mal mit einem kurzen Rundumschlag ein, um alle abzuholen. Ja, sehr gerne. Erstmal einen schönen guten Abend auch von meiner Seite an alle. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier dabei sein darf und so ein bisschen die kommunale Seite vertreten darf. Ich muss gleich zu Beginn sagen, dass natürlich mein Blickwinkel natürlich ein sehr, sehr starker Blickwinkel auf das Thema des geförderten Ausbaus ist, weil das natürlich so ein Stück weit das Thema ist, was auch für die Kommunen an vorderster Front quasi steht. Natürlich beschäftige ich mich auch ein Stück weit mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau, aber deutlich untergeordnet. Insofern würde ich, also mein Update auch ein gutes Stück weit auf das Thema Breitbandförderung mit ab. Nur zum Verhältnis, dass man da ein bisschen weiß, das Verhältnis zwischen eigenwirtschaftlichem Ausbau und gefördertem Ausbau ist so in etwa 3/4 zu 1/4. Also 1/4 der Haushalte macht den geförderten Ausbau ab. Aus gleichwohl muss man natürlich sagen, dass es das schwierigste Viertel ist, weil es natürlich in aller Regel auch das teuerste Viertel darstellt. Ich kann klar sagen, dass das neue Förderkonstrukt, also wenn man unter neu das sieht, was seit Anfang 2019 durch die Landesregierung und auch die Bundesregierung quasi in Kraft gesetzt wurde, also diese Kombination aus Bundesförderung und Landesförderung, dass die sich im Grundsatz aus unserer Sicht zumindest und aus Sicht der kommunalen Landesverbände wirklich bewährt hat. Es ist richtig, dass man heute nur noch echtes FTTB, also FTTB steht für Fiber to the Building beziehungsweise Glasfaser bis ins Gebäude, also wirklich in jedes Haus fördert. Und man muss dazu sagen, das war vorher nicht so. Und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit, warum die Sprünge vor allem im 50 Mbit-Bereich so groß ausfallen und nicht bei den höheren Geschwindigkeiten. Heute wird aber ausschließlich FTTB, also Glasfaser bis ins Gebäude, gefördert. Und die Fördervolumina, also diese 50% Bundesförderung und 40% Landesförderung, die sind aus unserer Sicht eine echte Ansage. Und die haben auch tatsächlich, wenn man sich es anguckt, in der Praxis dazu geführt, dass der Ausbau, vor allem auch der flächige Ausbau, massiv an Fahrt gewonnen hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich tatsächlich ein paar Punkte, wo man ansetzen kann und sollte. Ich gehe jetzt mal von den Detailstellschrauben, wie jetzt graue Fleckenförderung, wo wir vielleicht später nochmal dazu kommen, gehe jetzt mal nicht im Detail drauf ein, sondern wird konkret drei große Herausforderungen sehen, wo man ansetzen könnte und auch muss. Und der erste Punkt, das ist relativ schnöde, aber ist aus meiner Sicht fast der wichtigste, das ist das Thema Geld. Und zwar einfach deswegen, weil mein Eindruck der ist, dass weder die Parlamentarier im Landtag noch die Spitzen in den Landesressorts sich vollständig darüber im Klaren sind, welche Beträge wir benötigen, um in den kommenden Jahren den Breitbandausbau für ganz Baden-Württemberg auf Glasfasertechnik auszubauen. Und zwar auch nur dann, wenn wir über den Bereich sprechen, der voraussichtlich im geförderten Bereich ablaufen wird. Um alle Weisen und künftig auch grauen Flecken in Baden-Württemberg zu schließen, sprechen wir nach allem, was wir wissen, über Milliardenbeträge an Investitionen. Und wir von den kommunalen Landesverbänden gehen davon aus, dass alleine für den Doppelhaushalt 2022-2023, also der erste Haushalt, den dann die neue Landesregierung ab nächstes Jahr aufstellen wird, von dem Nachtragshaushalt abgesehen, dass wir allein für den 1 Milliarde Euro benötigen wird. Und das ist schon eine ganz ordentliche Summe. Der zweite Punkt ist das Thema Bürokratie. Die Breitbandförderung ist tatsächlich heute schon zu kompliziert und auch sehr bürokratisch. Wie es häufig so ist, hat jede einzelne Regelung für sich durchaus ihre Berechtigung und ist auch für jeden Verwaltungsmitarbeiter nachvollziehbar. In der Fülle ist es dennoch eine Herausforderung, die, würde ich sagen, vielleicht gerade noch so handelbar ist für die Masse der Kommunen, vor allem deswegen, weil es ja auch inzwischen in den meisten Landkreisen ein Breitbandkompetenzzentrum gibt, was die Kommunen entweder unterstützt oder sogar stellvertretend für die Kommunen über den Zweckverband den Bau übernommen hat. Mit der fürs kommende Jahr angekündigten grauen Fleckenförderung wird es allerdings weitere Vorgaben und weitere vor Komplikationen geben, weswegen ich mir ein Stück weit auch angelehnt an den Begriff des Schulfriedens, sowas wie den Breitbandfrieden wünschen würde, dass man tatsächlich die Regelungen mal so lässt, wie sie sind und nicht immer weiter verkompliziert. Oder wenn man was ändert, dann wirklich nachhaltig vereinfacht und nicht zusätzliche Regelungen mit aufnimmt, weil das tatsächlich ohnehin eine sehr komplexe Geschichte ist und vor allem für kleine Gemeinden kaum noch handelbar ist. Und der dritte Punkt ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist das Thema Gebietsaufteilung. Und zwar einfach deswegen, das betrifft gar nicht so sehr den ganz, ganz ländlichen Raum, dort ist das nicht das ganz große Thema, aber in diesen Übergangsgebieten, also in den Verdichtungsräumen innerhalb des ländlichen Raums oder in diesen Randzonen zum Verdichtungsraum,
dort ist es eben tatsächlich immer noch so, dass es eine für beide Seiten verlässliche Gebietsaufteilung zwischen dem privaten, also dem eigenwirtschaftlichen Ausbau und dem geförderten Ausbau nach wie vor nicht funktioniert. Das heißt, trotz dessen, dass Kommunen, ja, das ist vielleicht vielen Gemeinderäten auch bekannt, ein umfangreiches sogenanntes Markterkundungsverfahren durchführen müssen, bevor sie einen Antrag auf Breitbandförderung stellen, bei dem sie quasi abfragen und dem eigenwirtschaftlichen Ausbau den Vorrang geben müssen und dort quasi die private Seite entweder eine Ausbauankündigung ankündigt, die sie nachher nicht einhält, oder was fast noch schlimmer ist, sie kündigt nichts an, die Kommune baut aus und just in dem Moment, wo das Netz entweder fertig gebaut ist oder kurz bevor es fertig gebaut ist, kündigt dann die private Seite einen Ausbau genau dort an und überbaut quasi das kommunale Netz. Und das verursacht in der Praxis für viel Unverständnis, ist aus unserer Sicht auch eine Verschwendung an Steuergeldern und da sollte es in irgendeiner Form eine Verbesserung geben. Das wären jetzt mal so meine drei zentralen Punkte, die ich nennen würde. Ja, vielen Dank, Herr Schlichtmeier. Mehr Geld, weniger Bürokratie ist natürlich eine klassische Forderung, die vermutlich auch Herr Schinkel unterschreiben würde. Aber wenn Sie das mal aus Sicht des DIHK einordnen, wo sind die besonderen Problemfelder, die es angesichts der Zahlen, die ich geschildert habe, also über 90%, könnte man ja sagen, ja, im Grunde sind wir ja auf einem ganz guten Wege. Wo sehen Sie dennoch Sachen, wo man noch verschärft nachsteuern muss, damit das Ganze vielleicht auch im Sinne der lokalen Unternehmen vor Ort noch schneller und unbürokratischer vonstatten gehen kann? Gut, erstmal schönen guten Abend. Ja, diese 90%, die Sie sagten, sind schön und recht, aber es bleiben ja immer noch 10% übrig, sage ich jetzt mal, die dann nicht in den Genuss kommen von irgendwelchen Fördermitteln, sage ich jetzt mal, wo der Landkreis dann eventuell gefördert wird. Aber der Schwarzwaldbauer irgendwo am Ende einer 10 Kilometer Kupferleitung dann halt doch keinen schnellen Internetanschluss bekommt und dann noch vielleicht im Seitental ist, dass auch 5G zukünftig nicht verfügbar ist. Das heißt, das ist das Problem, dass hier meiner Meinung nach mit dem Gießkannenprinzip, sage ich jetzt mal, über große Flecken und auch über Cluster, es wird jetzt hier bei den Förderungen immer wieder von gebildeten Clustern gesprochen, diese mit der Gießkanne überzogen werden und auch dort gibt es immer noch trockene Flecken, weil irgendwo ein kleines, ich bleibe jetzt bei dem Bild Gießkanne, ein Blatt auf dem Boden liegt, wo nachher keine Feuchtigkeit runterkommt und ein grauer Flecken im Breitbandbau übrig bleibt. Und hier ist einfach die Politik gefordert seitens auch des IHKs oder des DIHKs und der Wirtschaft im Allgemeinen dadurch, dass hier auch durch das zum Beispiel das Breitbandkompetenzzentren oder die Clearingstelle in Baden-Württemberg, wo das ganz gut macht, hier versucht, zwischen dem privaten Ausbau und dem geförderten Ausbau zu vermitteln. Und hier nicht doppelt und mehrwege Ausbau kommt, wie Herr Schlichtmeier schon gesagt hat, dass kurz vor Fertigstellung des geförderten Ausbaus dann die Telekom oder Vodafone oder wer auch immer noch kommt und Angst vor dem abgehenden Umsatz hat und dann auf eigene Kosten doch noch ausbaut und diese Gelder, die hier umsonst gefördert worden sind, dann lieber wirklich in die dunkelgrauen Flecken irgendwo einsetzt und dann auch wirklich hier für eine breite Fläche sorgt. Oder dann eben durch entsprechende Regeln auch die großen Anbieter, sage ich jetzt mal, dazu verpflichtet werden, auch den kleinsten grauen Fleck noch mit zu erschließen. Und da bringt man halt keine 90%, da bringen auch keine 98,5% Fläche, sondern da muss dann einfach 100% Ausbau sein, was dann technologisch freigestellt sein sollte, aus meiner Sicht, weil auch den 10 Kilometer Glasfaser im Raum zum Beispiel jetzt Schwarzwald-Hochstraße, wo jede Menge Granit vielleicht noch im Boden ist, kosten genauso viel dann für ein Haus zum Anschließen, wie wenn Sie einen kleinen Ort mit 5.000 € erschließen. Und dann kommt natürlich für den lokalen Politiker, sage ich jetzt mal, oder für jemanden, der in der Stadt wohnt, völliges Unverständnis auf, dass dann das Anschließen eines Bauernhofs mehrere 100.000 € kosten soll. Und da muss dann einfach diese Bindung auch an das Glasfaser, sage ich mal wieder an vielleicht 5% Alternativtechnologien, die es einfach gibt, auch mit sehr, sehr hohen Bandbreiten hier, unabhängig von 5G. Es gibt ja noch andere Funktechnologien für den Breitbandausbau und die speziell für den Breitbandausbau gedacht sind, hier einfach zur Verfügung stehen und eben auch gefördert werden, sodass es nicht nur sein kann, dass 95% gefördert sind und die 5% übrig sind, auf die dürfen sich dann die kleinen Provider und Carrier
City Carriers, wie sie auch alle heißen, Stadtwerke dann stürzen und im Auftrag des Bürgermeisters dann einen verpflichteten Aufbau oder Ausbau vornehmen müssen, der sich wirtschaftlich auf keinen Fall rechnet, sage ich jetzt mal, für den jeweiligen Anbieter, ohne Förderung zumindest. Und das ist so dieses Thema, wo der DIHK ansetzt, weil es passiert sehr viel. Man sieht auch die Ausbauten, man sieht die entsprechenden Glasfaserverbindungen. Wir sind jetzt europaweit unterwegs mit unseren Mitarbeitern. Wir sehen das. Wir können auch Deutschland jetzt mit anderen Ländern vergleichen. Und was nicht passieren sollte in Deutschland ist, dafür ist unser Geld dann doch zu schade, unser aller Steuergeld, dass es zum Beispiel so läuft wie in Slowenien, wo plötzlich 6 Glasfaseranbieter jedes Haus einzeln angegraben haben und sie dann wählen können. Ist zwar schön für den Kunden, aber wirtschaftlich überlebensfähig sind von den 6 Anbietern, die es dort gibt, vielleicht nachher noch 1 oder 2, wenn überhaupt. Und die Gelder, die da schön aus der EU geflossen sind, hätte man vielleicht auch noch anders irgendwo unterbringen können oder besser verteilen können. Und nicht nur für Glasfaser auf Teufel komm raus. Wäre zwar schön in Deutschland, aber in anderen Ländern macht es wirklich keinen Sinn, 6 Netze komplett aufzubauen, weil man kann nur mit einem Glasfaseranschluss surfen und telefonieren, aber 6 machen definitiv keinen Sinn. Ja, so ja, das zum Thema. Ganz herzlichen Dank für den Einstieg. Bevor ich Herrn Karreis gleich frage, wie man eine intelligente Förderarchitektur implementiert, die das Gießkannenprinzip eben vermeidet, weil es eben schon gefallen ist, könnten Sie, Herr Schlichenmeier, mal kurz etwas zur Clearingstelle, deren Bedeutung und deren Aufgaben erzählen, damit wir da auch alle abholen. Ja, sehr gerne. Ich wollte nur noch ganz kurz noch sagen, diese 90%, die ich vorhin gesagt hatte, die beziehen sich auf die Fördersumme, nicht auf das Ausbaugebiet. Also das nur, weil das, glaube ich, falsch verstanden wurde. Also es geht um 10%, die quasi die Kommune selber beisteuern muss. Aber kurz zur Clearingstelle. Die Clearingstelle ist tatsächlich schon eine sehr, sehr alte Einrichtung. Die ist 2004 gegründet worden, also zum Zeitpunkt, wo das Thema Breitbandausbau, glaube ich, auf kommunaler Seite noch kein wirkliches Thema war, wo das eigentlich völlig klar eine Sache war, die Telekommunikationsunternehmen zu leisten haben. Und zu dem Zeitpunkt hat man in Baden-Württemberg tatsächlich gesagt, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil man eben auch gesehen hat, dass die Bedarfe entsprechend steigen, und hat dann damals die Clearingstelle gegründet. Hat sich jetzt die Zusammenausvertretung der kommunalen Landesverbände, also Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag, Ausvertretung der Landesregierung und den entsprechenden Landesbehörden, die mit dem Thema damals auch zu tun hatten. Und außerdem sind beteiligt einige Praktiker bzw. Experten aus dem Bereich Forschung und aus Fachbehörden, wie zum Beispiel die Landesanstalt für Kommunikation, wo auch entsprechende Fachleute drin sind, die sich mit den Themen tatsächlich auch auskennen. Und so zumindest hat man mir das berichtet. Ich bin tatsächlich ja noch nicht so lange in dem Gremium, hat die tatsächlich früher auch eine Beratungsfunktion gegenüber den Kommunen wahrgenommen und hat auch mitgewirkt an der Einführung und Ausgestaltung der ersten Breitbandförderung. Ich muss ja dazu sagen, dass Baden-Württemberg nach meinem Kenntnisstand jedenfalls einer der Vorreiter war, was die Einführung einer Förderung angeht. Das war seinerzeit eine reine Lehrerförderung. Bis 2009 ging das Ganze los. Soweit ich weiß, wurde dann über die Jahre hinweg weiterentwickelt. Und man muss dazu sagen, der Bund ist erst 2015 in dieses Thema überhaupt eingestiegen. Und eine wirklich brauchbare Förderung aus unserer Sicht hat man sogar erst seit 2018. Also sodass man tatsächlich die Zeitspanne sieht, die da passiert ist. Heute ist die Clearingstelle tatsächlich aus unserer Sicht eher eine Art Austauschplattform geworden. Also konkrete Beratungstätigkeit für Kommunen findet dort nicht mehr statt, weil das in aller Regel das Know-how sowohl in den Landkreisen als auch bei den kommunalen Landesverbänden und auch in den Landesressourcen inzwischen deutlich gewachsen ist, was ja auch gut so ist. Und heute ist es aus unserer Sicht vor allem ein sehr guter Think Tank, bei dem man tatsächlich sich regelmäßig rückkoppeln kann mit den Praktikern und beteiligten Vertretern der Wissenschaft und sich auch über technische Entwicklungen gegenseitig auf dem Stand halten kann, weil es tatsächlich in dem Thema ja regelmäßig neue Entwicklungen gibt, über die man quasi Bescheid wissen muss, um seriös mitdiskutieren zu können. Genau. Danke, Sie haben das eben auch nochmal sehr schön skizziert. Also die Geschichte der Breitbandförderung in Deutschland ist eine lange, die sich durch sehr viel Bürokratie lange Zeit auch selbst im Wege gestanden ist. Und Herr Schinkel beklagte auch gerade dennoch das Gießkannenprinzip. Also Herr Karreis, welche Stellschrauben haben wir denn da, eine intelligente, nenne ich es jetzt einfach mal, Förderkulisse zu schaffen, die wirklich auch alle Akteure irgendwie zufriedenstellt? Gut, die eierlegende Wollmilchsau werden wir da sicherlich auch nicht schaffen können. Aber wenn Sie die Kritikpunkte von Herrn Schinkel ernst nehmen, welche Veränderungen kann man denn da vornehmen?
Ja, zunächst mal die technische Frage, bin ich zu hören? Ja. Ja, okay, ja. Wunderbar. Also ich hatte tatsächlich ein kleines technisches Problem auf meiner Seite, weshalb ich dachte, man könnte den Herrn Gerd nicht hören, aber es lag tatsächlich an mir. Aber es geht halt immer mal wieder auch was Technisches schief. Ja, also vielen Dank erstmal für die Wortbeiträge. Es ist tatsächlich eins der Themen, dass es halt bisher doch recht spät von staatlicher Seite eben auch ein entsprechendes Eingreifen gab. Der Schlichenmeier hat es ja gerade schon ausgeführt. Erst 2015 ist der Bund in eine Förderung eingestiegen und das war auch schon damals eine unserer zentralen Kritikpunkte. Die Förderung, die damals ausgelobt wurde, die hatte als Ausbauziel 50 Megabit oder mehr. Und mit 50 Megabit können Sie halt heute zwar ganz ordentlich Ihr Alltagsgeschäft erledigen, aber besonders in die Zukunft gedacht ist das halt nicht. Und heute sind die Förderprogramme alle auf Gigabit ausgelegt, also in der Regel auf Glasfaser. Und das ist natürlich das, was man schon 2015 gebraucht hätte. Und das hat jetzt zur Folge insgesamt, dass wir einen sehr, sehr teuren Ausbau in den letzten 5 Jahren hatten oder 4 Jahren. Dafür aber eigentlich nur eine relativ lahme Infrastruktur bekommen haben. Zum Beispiel im Kreis Rottweil, der ja mein Wahlkreis ist, haben wir dasselbe getan und haben dort jetzt halt eine Infrastruktur, die uns zwar schon über verschiedene technische Möglichkeiten dann auch mal 100 oder sogar in wenigen Fällen 250 Megabit pro Sekunde in einem Haushalt zur Verfügung stellt, aber das ist nicht besonders zuverlässig. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sowohl aus dem Elternhaus als auch aus meiner eigenen Wohnung und auch meinem Wahlkreisbüro, in dem ich sehr unter der schlechten Infrastruktur leide. Vor allem darum bin ich auch heute im Stuttgarter Büro, weil hier die Internetanbindung einfach besser ist für so eine Videokonferenz. Da haben wir dann schon schwer zu kämpfen damit. Und das ist halt nicht besonders sinnvoll. Und wir haben momentan aus meiner Sicht ein zentrales Problem, und zwar ist es, dass wir trotzdem einen Wettbewerb um die Netze haben und nicht auf den Netzen. Der Herr Schinkel hat es an einem Extrembeispiel aus Rumänien ausgeführt. Dort hat man quasi 6 Glasfaseranschlüsse in manche Häuser reingelegt von 6 unterschiedlichen Anbietern, und das ist natürlich volkswirtschaftlich völliger Unsinn und in Deutschland schon mal gleich gar nicht zu machen. Weil eigentlich ist es vollkommen egal, sobald Sie eine Glasfaseranbindung haben, kann Ihnen im Prinzip grundsätzlich mal jeder Anbieter eine Internetversorgung zur Verfügung stellen. Sofern die sich untereinander einigen und das alles regeln, das ist alles ein bisschen komplizierter und läuft im Hintergrund ab, für den Kunden nicht erkennbar, ist im Prinzip ähnlich wie ein Stromanschluss. Sie können ja auch bei einem x-beliebigen Stadtwerk ihren Strom einkaufen, auch von den Stadtwerken Düsseldorf, wenn sie in Lörrach wohnen. Das spielt auch beim Internet grundsätzlich keine Rolle, aber trotzdem bauen halt die großen Telekommunikationsunternehmen eben parallel Infrastrukturen aus, sodass zum Teil doppelte oder dreifache Infrastrukturen nebeneinander liegen und das halt in Gebieten, die halt sowieso schon relativ gut versorgt sind, und diese Kapazität, diese Ressourcen gehen dann halt verloren. Wie schaffen wir das intelligenter? Zum einen braucht man eine Änderung in der Regulierung, im Rechtsrahmen. Das ist eher ein Bundesthema, dass man eben solche Doppelausbauten einschränkt oder verbietet, je nachdem, wie weit man da gehen will. Da will ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, aber das ist ein zentraler Punkt, weil das momentan eben stattfindet. Und der andere Punkt ist auch die Fördersystematik. Der Herr Schlichenmeier hat es auch angesprochen. Ungefähr 1/4 der Haushalte bekommt eben einen geförderten Anschluss und der Rest ist eigenwirtschaftlich. Das ist schon mal ganz gut, das mit dem Rest. Aber das Problem ist, dass der eigenwirtschaftliche Ausbau immer noch für den Unternehmer attraktiver ist als der geförderte, weil der geförderte Ausbau gibt immer auch die Verpflichtung, bringt immer die Verpflichtung mit sich, auch andere Anbieter auf das eigene Netz draufzulassen. Und da hat natürlich aus verständlichen Gründen niemand so richtig Lust drauf, auch wenn das wirtschaftlich alles machbar ist. Aber es ist natürlich immer besser, wenn ich selber das Netz ausgebaut habe, weil dann darf ich entscheiden, wen ich auf mein Netz drauflasse als Drittanbieter und wen nicht. Und das ist natürlich dann ganz
für den eigenwirtschaftlichen Ausbau förderlich. Und wir möchten auch diesen eigenwirtschaftlichen Ausbau fördern, indem wir zum Beispiel eine Voucherlösung einführen. Das heißt, der Gebäudeeigentümer kann dann einen Gutschein bekommen, wenn er noch keinen Glasfaseranschluss hat, beispielsweise. Und das sind dann so 500 bis 1000 Euro. Das muss man nochmal im Detail dann klären und kann diesen quasi sozusagen einlösen für den Hausanschluss. Und die Idee dahinter ist, dass man damit auch ein Stück weit die Stärken der Kommunen eben befeuert, weil die Kommunen können ja ganz gut Unterstützer einsammeln. Also vor allem die kleineren, die haben es ja in der Vergangenheit schon geschafft, mit Fernwärmeanschlüssen, mit Gasanschlüssen, mit sonstigen Anschlüssen eben eine hinreichende Zahl an Haushalten zu finden, die da eben mitmachen, die einzusammeln und dann zu sagen, hallo, ich habe hier 300 Haushalte und die möchten alle Glasfaser haben und die nehmen eben diesen Voucher in Anspruch. Und dann kann das für ein Unternehmen, das ausbauen möchte, natürlich schon interessant sein, weil es dann im Prinzip ein quasi eigenwirtschaftlicher Ausbau wäre und der zieht dann idealerweise die anderen noch mit. Also das wäre ein Vorschlag, den wir machen. Das Land testet es auch auf unsere Initiative hin. Da soll es ein Pilotprojekt geben und ganz Deutschland startet gespannt auf Baden-Württemberg, was denn da jetzt dabei rauskommt. Das wird auch wissenschaftlich begleitet. Also da sind wir sogar sehr innovativ unterwegs. Hatten wir auch massiv gefordert von seitens der FDP und da gab es auch ein verstecktes Lob vom Innenministerium, dass wir da ein paar Anstöße gesetzt haben. Natürlich gibt da nie einer was zu, dass sie die Idee geklaut haben, aber darum geht es ja nicht. Auf jeden Fall tut das Land was Wichtiges und das ist auch gut so. Wenn ich gleich kurz was dazu Bitte. Sagen darf, also insofern, also beim ersten Punkt würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Ich habe ja tatsächlich auch vorhin bei dem aufgeschrieben, Wählbarkeit der Anbieter, ja, aber auf einem Netz. Also das heißt tatsächlich, wie Sie gesagt haben, wir brauchen nicht den Wettbewerb der Infrastrukturen, sondern wir brauchen den Wettbewerb auf der Infrastruktur. Deswegen ist aber ja auch eine konkrete Vorgabe bei der Breitbandförderung, dass die Netze Open Access Netze sein müssen. Also Open Access heißt letztendlich, dass, wie Sie es auch gerade ausgeführt haben, dass der Betreiber des Netzes, egal ob das jetzt quasi vom Betreiber selber gebaut wurde oder im Eigentum der Kommune ist und von einem Betreiber betrieben wird, dass man andere Wettbewerber mit drauflassen muss. Ein Problem, was ich tatsächlich sehe, und da würde ich Ihnen auch zustimmen, wir brauchen auf jeden Fall eine Änderung der Regulierung. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir brauchen aber eine Regulierung der Glasfaser insgesamt. Also sprich, es darf tatsächlich keinen Unterschied mehr machen, ob das ein eigenwirtschaftlich gebautes Netz ist oder ob es ein gefördertes Netz ist, was die Zugänglichkeit des Netzes darstellt. Dann haben wir nämlich tatsächlich das Problem nicht mehr, dass man im Verdichtungsraum, wo tatsächlich ein Wettbewerb irgendwie noch funktioniert, dass dort 3, 4 Infrastrukturen parallel gebaut werden. Vor allem deswegen, weil wir ja tatsächlich ein zentrales Problem im Breitbandausbau ist, das Thema Baukapazität. Also sprich, wie schnell bekomme ich überhaupt als Kommune oder auch als Telekommunikationsunternehmen eine Baufirma, die mir tatsächlich die Kilometer Glasfaserkabel in die Erde verbuddelt. Und wir haben ja zum Beispiel bei der sogenannten TAL, also das ist die Teilnehmeranschlussleitung für das klassische Kupfernetz der Telekom. Da gibt es eine Regulierung, da gibt es ganz feste Preise, die letztendlich von Wettbewerbern zu bezahlen sind, damit man auf dieses Netz drauf kann. Auf der Glasfaser gibt es bislang aber nicht. Das heißt, tatsächlich wäre es erforderlich, um wegzukommen von dem Wettbewerb der Infrastrukturen, dass man auch die Glasfaser reguliert. Bei der Voucherförderung muss ich sagen, ich verfolge das natürlich auch mit großem Interesse und ich kann mir auch bestimmte Gebiete vorstellen oder bestimmte Einsatzzwecke vorstellen, wo das einen Mehrwert darstellt. Ich sehe aber jetzt aus unserer Sicht, vor allem aus Sicht der Landkreise, die ja tatsächlich auch vielfach eigene Netze bauen, auch ein Stück weit die Gefahr, dass man damit letztendlich die eigenen Projekte torpedieren kann, der Landkreise. Und das gilt halt tatsächlich zu vermeiden, dass mit so einer Voucherförderung letztendlich würde sich dann den Wettbewerb in das bereits abgegrenzte kommunale Netz reinholt. Aber wenn man das in irgendeiner Form sicherstellt, ist das auf jeden Fall eine Sache, die man mal ausprobieren sollte. Da sind wir auch mit dabei. Vielen Dank. Ja. Vielleicht nochmal kurz der Appell. Hier hat auch jemand sein Mikrofon an. Das gibt eine kleine Rückkopplung immer, wenn Sie das vielleicht ausmachen könnten. Das wäre günstig. Vielen Dank. Ich habe auch schon mal in den Chat reingespinkst. Es gibt schon erste Fragen. Wir sammeln da noch ein bisschen. Ich möchte Sie aber gerne ermutigen, sich auch weiter mit Fragen im Chat
einzubringen. Wir werden die dann in ein paar Minuten dann in die Diskussion einbringen, sodass sie dann auch ihre Frage noch im Zeitrahmen sicherlich kompetent von allen Seiten beantwortet bekommen. Ich greife jetzt noch mal ein Thema auf oder ich knüpfe mal an, sagen wir mal so. Momentan im Bereich der Digitalisierung ist der erste Satz, den Sie lesen, Corona ist der Treiber und verpasst Deutschland den Digitalisierungsschub, den wir immer gebraucht haben. Jetzt müssen wir das natürlich mal runterbrechen auf unser Thema heute Abend. Inwiefern ist Corona, sind die Erfahrungen mit den Lockdowns, die wir jetzt hatten oder noch haben, vielleicht auch ein Treiber, um das Wort mal zu missbrauchen, um eben das, was Sie ansprachen, also dass man vielleicht mal den Wettbewerb auf den Netzen denkt, um da mal so ein bisschen freier zu werden. Das sind ja alles Ideen, die sind seit Jahren im Gespräch. Das ist ja jetzt nichts Neues. Aber vielleicht hat man ja jetzt mal vor dem Hintergrund des Erlebten, Herr Karreis sprach es an, ne? Also als wir dann alle ins Homeoffice mussten, da haben einige schon gestaunt, ne? wie schlecht dann doch die Internetverbindung und die digitale Infrastruktur insgesamt ist am Anfang. Gut, die Betreiber haben dann auch so ein bisschen nachgebessert und dann wurde es auch besser, aber wir haben schon gemerkt, wo wir eigentlich stehen. Also war das vielleicht auch so ein Hallo-Wach-Moment, würde ich auch an Herrn Schinkel dann öffnen, die Frage, dass man jetzt vielleicht mal Lösungen anpackt, die schon lange auf dem Tisch liegen und sie tatsächlich mal in die Tat umsetzt? Oder ist das alles wieder Schall und Rauch, wenn wir irgendwann durch diese Krise durchgeschlittert sind? Nee, also Schall und Rauch würde ich nicht sagen, sage ich jetzt mal, dass wir dann hier alles Mögliche plötzlich nicht mehr machen. Was wird alles lernen? Wir sind momentan alle in einer Lernphase, muss man wirklich sagen. Auch hier habt die Wirtschaft, sage ich jetzt mal, die Eigenwirtschaft und auch viele, viele IT-Verantwortliche, auch in Kommunen, in Schulen vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, viel, viel Arbeit geleistet durch Eigeninitiative, um digitalen Unterricht, um Homeoffice und so weiter überhaupt machbar oder möglich zu machen. Wirtschaftlich war das ein Riesenthema, auch für viele mittelständischen Unternehmen aus IHK und DIHK-Sicht. Es ist gar nicht so einfach, plötzlich zum Beispiel für einen Mittelständler, der 3000 Mitarbeiter hat, 1000 Leute ins Homeoffice zu setzen, für 1000 Leute VPN-Verbindungen, sichere VPN-Verbindungen aufzusetzen, die innerhalb von wenigen Tagen auszurollen. Es gibt hier Techniken, da muss ich auch zugeben, unsere Firmengruppe hatte von klar profitiert, sage ich jetzt mal. Aber auch unsere Lager waren dann irgendwann mal nach wenigen Tagen leer, sodass man hier gar nichts mehr machen konnte, weil es so gar nicht vorhersehbar war. Und hier werden dann auch Überkapazitäten teilweise aufgebaut in den Produktionen, sage ich jetzt mal, weil sie plötzlich dann statt, als Beispiel jetzt pro Monat nicht 1000 VPN-Konzentratoren und Router benötigt haben, sondern 10.000. Die müssen erstmal produziert werden. Die Produktionen werden hochgefahren und nach einem Jahr braucht man sie nicht mehr, weil dann sind alle ausgestattet. Was machen die Leute dann? Dann haben zwar die Gaststätten wieder geöffnet, dann haben wir aber arbeitslose Bestücker in den Elektronikfabriken, auch wo auch immer die sein möchten, sage ich jetzt mal. Und es gibt noch genügend Produktionslinien in Deutschland, wo auch hier noch produziert wird. Ein sehr, sehr großer Standort, denn was wenige wissen, ist zum Beispiel jetzt der meistverkaufte Router in Deutschland, die Fritzbox, wird in Ravensburg produziert. In nicht unerheblichen Stückzahlen. Und da kann man die Stückzahl nicht einfach ins Unermessliche nach oben treiben, weil zum Beispiel jetzt, wir kennen das jetzt aus eigener Erfahrung, wir haben auch eigene Produktlinien über unsere Firmengruppe, dass sie entsprechende Chips, Computerchips, die sie brauchen, von Qualcomm, von wem auch immer, 1 bis 2 Jahre im Voraus bestellen müssen. Das heißt, einfach so ein schneller Hochlauf ist gar nicht machbar. Und so groß das Engagement dann von Einzelnen ist, wo dann gebrauchte Geräte bei eBay einkaufen, was auch immer, nur zum irgendwas zu machen. Das ist das eine Thema, dass die technische Infrastruktur da ist. Der Breitbandausbau ist vielleicht hier noch nicht mal das Problem, weil mit jedem 50-Megabit-Anschluss, sage ich jetzt mal, der 10-Megabit-Upstream hat, können Sie eine super Videokonferenz laufen lassen. Dann haben Sie zwar kein 4K, aber Sie haben eine Full-HD-Lösung, sage ich jetzt mal. Da brauchen Sie einfach 6 Mbit und das funktioniert. Das Thema ist dann, was wir jetzt wieder festgestellt haben, nicht, dass es an den Internetanschlüssen gehapert hat, sondern an den alten PCs, die noch irgendwelche Schätzchen, alte Notebooks, die dann zu Hause waren und eben noch nicht verfügbar waren. Und die Preise sind ins Unermessliche hochgegangen. Ich weiß nicht, wer sich fürs Homeoffice neue Hardware angeschafft hat. Also Headsets zum Beispiel waren im März ausverkauft, Webcams sind ausverkauft.
jetzt durch die neue Ankündigung des zweiten Shutdowns oder Lockdown Light, wie auch immer, dass man das jetzt machen möchten, selbst bei Amazon bekommen sie keine qualitativ hochwertigen Webcams und Headsets mehr. Es waren wieder einzelne da und die sind jetzt wieder alle weg. Das ist wie das Klopapier im Supermarkt. Es kommt die Ankündigung, es ist alles weg. Und da ist noch nicht mal der Breitbandausbau so das Thema. Der Breitbandausbau ist jetzt eher das Thema, wenn man jetzt Richtung Zukunft geht, also nicht auf die jetzige Krise, sondern welche Anwendungen kommen denn da? Da möchte ich jetzt einfach die Diskussion vielleicht noch in die Richtung etwas lenken, sage ich jetzt mal. Ich habe ja einfach mal ein paar Dinge rausgesucht, wo Breitband benötigt wird. Das ist klar. Das eine ist ganz klar die Telemedizin. Wo klar Richtung Glasfaser-Breitbandausbau geht. Das also heißt, sollte dann heißen, nicht nur die Schulen ans Netz. Landkreis Rottweil zum Beispiel, wo jetzt vor 2 Monaten eine Pressemitteilung, dass die letzte Schule ans Glasfasernetz der Telekom angeschlossen worden ist. Wichtiger wäre hier, dass auch jede Arztpraxis oder so einen entsprechenden Anschluss bekommt, damit auch ein klassischer Arzt mit einem entsprechenden Monitor auf die Daten vom CT, vom Computertomograph, vom Kernspintomograph, der dann im Klinikum sitzt oder in speziellen radiologischen Praxen, die Daten abrufen kann. Auch die Serverinfrastruktur muss dann da sein und nicht, wie jetzt leider aus der eigenen Familie erlebt, man 50 Kilometer fahren muss, eine DVD mit den Daten holen muss und zum Arzt fahren, weil das sonst keiner macht. Das ist der klassische Weg von Telemedizin von heute in Deutschland. Da ist leider noch viel zu wenig digital. Thema Sicherheit, wir haben es jetzt gestern Abend wieder gesehen, allerdings jetzt aus dem Thema Wien, einfach wieder Ausbau 5G, was ja ein Thema von Ihnen ist, Herr Kareis. Welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Warum 5G zum Beispiel? Jetzt, es sieht jetzt für große Sicherheitsthemen, die ganzen Bodycams der Polizei zum Beispiel, wenn der jeder einen entsprechenden Stream mit hoher Auflösung hat und sie sind 1000 Polizisten unterwegs, irgendwo beim Großevent, ich sage jetzt mal wieder Hamburg zum Beispiel, wo wir alle negative Erfahrungen hatten mit irgendwelchen Sicherheitsthematiken und 1000 Polizisten mit 6 Megabit Stream, sage ich jetzt mal, das ist im LTE-Netz einfach nicht mehr handelbar. Also solche Themen sind dann eher abbildbar, sage ich jetzt mal, von den privaten Netzen mal ganz zu schweigen, aber das ist jetzt ein technisches Detail, aber eben nicht ein Thema, was jetzt Breitbandausbau betrifft. Das ist dann Technologie an sich, Funktechnologie und die Akzeptanz vor allem. Ich bin jetzt sehr viel wegen dem Thema Funk unterwegs und habe hier sehr, sehr viele Diskussionen, auch früher noch durch die Clearingstelle, wo ich sehr häufig bei Funkdiskussionen dabei war, wenn die, ich sag mal, die Aluhut-Fraktion wieder da sitzt und ihnen, ja, jeder möchte einen Notruf haben, aber keiner möchte den Funkmast im eigenen Stadtgebiet oder als Nachbar haben, sage ich jetzt mal. Und da hat Deutschland noch sehr, sehr viel Nachholbedarf und Nachhilfebedarf, um hier auch die Akzeptanz für die neue Technologie zu liefern und auch hier ein bisschen Nachhilfe zu machen, ja, wie unschädlich das tatsächlich ist. Und hier wird einfach durch vieles Halbwissen ja, viel Vertrauen kaputt gemacht, sage ich jetzt mal. Und sehr viel negative Befürchtungen geschürt, sage ich jetzt mal, die ja, den Ausbau auch stoppen. Also wenn Baugenehmigungen für Funkmasten, für Funklöcher, wo tatsächlich noch nicht mal Notruf machbar ist, wieder zurückgerufen werden, weil einzelne Personen dagegen klagen, weil sie davon Kopfschmerzen bekommen könnten. Not in my backyard. Das ist ja bei jedem Infrastrukturausbau der Klassiker. Also gerne, ja, gerne alles. Straßen. Ja, und das bremst in Deutschland deutlich mehr. Das ist ein anderes Problem, sage ich jetzt mal. Das ist so unsere Erfahrung. Eine Anekdote noch, mit Blick auf die Uhr darf ich die vielleicht bringen. Ich habe mal mit dem damaligen CIO des Landes Dänemark gesprochen, der saß im Finanzministerium und der sagte mir, weißt du was, der Treiber für den Breitbandausbau bei uns in Dänemark, das sind nicht irgendwelche tollen Projekte, das ist Netflix. So, Netflix war damals, ja, zu der Zeit, da war das bei uns noch gar nicht so groß, da war Netflix nach den USA das Land auf der Welt mit den meisten, also jetzt auf die Bevölkerung runtergerechnet, mit den meisten Netflix-Kunden. Und das hat bei denen tatsächlich dazu geführt, dass deren Breitbandausbau massiv vorangetrieben worden ist. Also manchmal ist es auch so banal, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Aber ja. Sie wollten, glaube ich, was sagen, Herr Schlichmeier oder Herr Kareis. Einer hatte sich gemeldet. Beide, glaube ich. Beide sogar, noch besser. Also ja, ich bin gerade bei dem Thema der Anwendung
bin ich jetzt dem Herrn Schinkel dankbar, dass er das nochmal aufgegriffen hat. Das ist nämlich schon, das sind schon relevante Anwendungen. Ich meine, das im Privatbereich, das ist alles aus meiner Sicht, das ist alles nett, aber hauptsächlich der Unterhaltung gedient und natürlich der Funktionsfähigkeit eines Arbeitsplatzes zu Hause. Da ist natürlich schon eine gewisse stabile Anbindung vor allem sinnvoll. Es ist ja nicht immer mit der Bandbreite getan, sondern oftmals sind gerade Kupferleitungen ja sehr störanfällig. Also ich habe das selber mal erlebt in einer früheren Wohnung in Stuttgart. Da war es immer so, wenn alle 10 Minuten die Straßenbahn vorbeigefahren ist, dann war da irgendeine Störung durch irgendein elektrisches Feld in der Leitung, das dann immer in dem Moment ist dann quasi die Videokonferenz bei mir abgebrochen, weil offensichtlich meine Internetverbindung dann eine ganz kurze Störung drin hatte. Und damit kam dann das System nicht klar und hat mich dann rausgeschmissen. Und das sind halt eben solche Punkte, wo halt einfach die Kupferinfrastruktur an ihre Grenzen kommt. Aber das kann man ja einigermaßen alles verkraften, ist aber natürlich nicht besonders eines Industrielandes würdig. Und die spannenden Anwendungen sind natürlich tatsächlich Telemedizin, aber auch Thema Sicherheit. Auch hochspannend, gerade das Thema Bodycam wurde angesprochen, kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das gut ist oder nicht. Aber Fakt ist, wir haben sie jetzt nun mal in Baden-Württemberg relativ flächendeckend, auch die Anbindung von Streifenwagen an die entsprechenden Netze und so weiter, ist ein dringendes Thema und das ist schon spannend. Was ich dann aber auch erlebe, und das ist zum Beispiel jetzt ja auch bei mir im Wahlkreis jetzt auch gerade gang und gäbe, dass da der ein oder andere Mobilfunkgegner unterwegs ist, der dann da auch irgendwie sagt, ja, also das brauchen wir sowieso alles nicht und 5G ist sowieso Quatsch, das braucht kein Mensch, wird dann immer erzählt. Aber das halte ich für falsch, weil ich meine, wir haben ja gesehen, in der Vergangenheit, und das zeigt auch wieder das Beispiel vom Herrn Gerd, es gibt einfach einen gewissen Drang, mehr Daten zu nutzen, beziehungsweise wenn die Verfügbarkeit da ist, gibt es auch irgendeine Funktion dafür. Ich meine zum Beispiel das iPhone, das kam 2007 ja auf den Markt, war das erste große Smartphone. Das hätte keinen Sinn ergeben, wenn es kein mobiles Internet gegeben hätte. Gab es aber zu dem Zeitpunkt und das hat quasi auch ein Stück weit die Innovation ja befördert und heute ist ein Smartphone gar nicht mehr wegzudenken und entsprechend ist natürlich auch der Bedarf an schnellem Internet, auch im mobilen Internet größer geworden. Ja, also das nur nochmal so zu den Anwendungen, was mir da gerade so spontan durch den Kopf geschossen ist. Eine Anekdote auch von mir, auch aus Skandinavien. Ich war mit dem Ministerpräsidenten mal auf Delegationsreise in Finnland und Schweden. Und da waren wir unter anderem bei den großen Mobilfunkausrüstern bei Cisco und bei Ericsson und bei Nokia. Und dann habe ich die mal gefragt, ja, wie ist das eigentlich? Gibt es denn da eigentlich Diskussionen zum Thema Belastung durch Mobilfunk in der Bevölkerung? Weil Finnland und Schweden sind ja dafür bekannt, dass die da beste Versorgung haben. Da habe ich gesagt, warum? Und dann ist er, ja, wegen gesundheitlichen Risiken. Also das haben wir noch nie gehört. Und das nicht nur bei den Ausrüstern, die da natürlich ein Interesse haben, das nicht zu sagen, sondern auch, wenn man mit Offiziellen gesprochen hat, von den Städten, von Gemeinderäten, mit denen wir da so ins Gespräch kamen. Ich habe überall die gleiche Frage gestellt und eigentlich hat jeder gesagt, also das habe ich ja noch nie gehört, sowas. Also da ist schon auch ein Stück die deutsche Skepsis vor neuer Technik dann da vorhanden, die uns da auch an der einen oder anderen Stelle bremst. Und es gibt halt auch lokal Gemeinderäte, die dann halt sagen, naja, also man hat schon damals das Kabelnetz, das hat man da halt mal hingelegt und dann haben sie gesagt, das braucht man unbedingt und heute habe ich jetzt einen Satellit, das brauche ich also doch nicht und warum soll das bei Glasfaser jetzt anders sein? Das sind da oft so Schlussfolgerungen, die da bremsen, aber das ist schon wieder zu viel Lamentiere, wir müssen gucken, dass es besser wird und das nur so als kleiner Einschub von meiner Seite. Bezüglich dem Thema mit Finnland und der deutschen Besonderheit, was die Mobilfunkgegner angeht. Wir haben da tatsächlich wohl nach allem, was mir auch berichtet hat, auch tatsächlich ein Nord-Süd-Gefälle. Also das heißt tatsächlich im Norden von Deutschland oder auch im Westen der Republik gibt es wesentlich weniger Mobilfunkgegner oder auch Initiativen gegen Mobilfunk in den Anlagen, wie das in Baden-Württemberg und Bayern der Fall ist. Also dort ist es wohl wirklich mit Abstand am stärksten vorhanden. In der Schweiz gibt es anscheinend auch sehr stark, das habe ich auch schon gehört, aber das ist tatsächlich auch nochmal interessant, woran das liegt. Würde ich jetzt mal keine Prognose wagen wollen, ja. Aber ich wollte sonst mal kurz zurückkommen zum Thema Corona. Wahrscheinlich, vielleicht, ja. Zum Thema Corona, also ich glaube, was tatsächlich Corona schon auch bezweckt hat, das kriegen wir auch so ein bisschen mit, dass die Entscheidungsfindung zugunsten
das in die Hand nehmen von viel Geld für den Breitbandausbau das, bei kommunalen Mandatsträgern das schon ein Stück weit vereinfacht hat. Weil selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben 90% Förderquote für so ein Glasfasernetz, wenn Sie davon ausgehen, dass eine kleinere Kommune mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern gern mal 70 bis 100 Millionen kostet, die vollständig auszubauen, dann sind davon 10% mit 7 Millionen Euro immer noch eine ganze Menge Geld für einen kommunalen Haushalt. Und quasi dieses Geld aber trotzdem zu investieren, da ist die Bereitschaft, glaube ich, durch das, was man jetzt herausgefunden hat, schon gewachsen. Und der Herr Schenkel hat vorhin ja gesagt, mit den 10 Mbit, das reicht. 10 Mbit reicht für eine Videokonferenz dann, wenn sonst niemand das Netz mitnutzt. Aber sobald sie natürlich zu Hause sich das Netz mit Kindern oder Familie teilen und dann parallel Netflix geguckt oder jemand anders über WhatsApp Videotelefonie betreibt, dann können 10 Mbit Upload schon schwierig werden, um quasi eine saubere Videokonferenz, wie wir das hier machen, rüberzubringen. Insofern ist, glaube ich, das Thema Upload hat, glaube ich, durch Corona schon auch nochmal eine Bedeutung gewonnen, dass es eben nicht nur darum geht, mit Gigabit Daten herunterzuladen zu können, sondern tatsächlich auch wichtig ist, dass wir entsprechend auch in nahezu gleicher Geschwindigkeit auf Daten senden können. Und was Sie noch angesprochen haben bezüglich der Arztpraxen, würden wir vollumfänglich unterstützen. Also es gibt ja tatsächlich in der Bundesbreitbandförderung die sogenannten, wie man das Neudeutsch nennt, sozioökonomischen Treiber. Das sind also quasi Gebiete, die man bevorzugt fördern kann, beziehungsweise die man auch ohne die berühmt-berüchtigte Aufgreifstelle bereits fördern kann, die ja bei 30 Mbit nach wie vor liegt. Und da sind wir tatsächlich auch gerade dran, so ein bisschen in Richtung über unsere Bundesverbände, in Richtung Bundesregierung drauf zu drängen, dass man diese sozioökonomischen Treiber so großzügig wie möglich auslegt. Also bislang umfassen die nur Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete. Sie umfassen aber zum Beispiel nicht Unternehmen außerhalb von Gewerbegebieten, also in Mischgebieten oder bei gemischt genutzten Einheiten. Sie umfassen auch nicht Arztpraxen, Pflegeheime, Bahnhöfe oder sonstige Einrichtungen, wo es tatsächlich genauso einen Bedarf gibt wie in einem klassischen Krankenhaus aus unserer Sicht. Insofern, da, also das sehen wir auch als ganz, ganz wichtig, dass man dort bevorzugt das herstellt, weil, wie Sie es auch erwähnt haben, Telemedizin und andere Anwendungen, die werden kommen und dafür wird man entsprechende Geschwindigkeiten brauchen. Noch kurz zum Thema Mobilfunk. Da gibt es aus meiner Sicht eigentlich zwei große Baustellen, die man auch gesondert vielleicht ein Stück weit diskutieren sollte. Zum einen gibt es das Thema schlechte Mobilfunkversorgung wegen Schwierigkeiten, einen Standort zu finden. Das ist vor allem im Verdichtungsraum oder also in den dichter besiedelten Gebieten der Fall, weil dort es häufig tatsächlich die berühmt-berüchtigten Mobilfunkgegner oder Initiativen aus der Bürgerschaft gibt. Und als zweites, das ist zwar mengenmäßig weniger, aber gibt es tatsächlich halt auch immer noch im ländlichen Raum eine schlechte Mobilfunkversorgung, weil es tatsächlich unwirtschaftlich ist, für die Mobilfunkbetreiber einen Masten aufzustellen. Und letztendlich muss man beide Bereiche, glaube ich, gesondert angehen und mit gesonderten Maßnahmen versucht zu lösen. Genau. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier fast eine Stunde als All-Mail-Panel diskutiert quasi. Ich würde dann mal Frau Molitor dazu holen, dass sie uns die Fragen aus dem Chat mal in die Diskussion reinbeamt, gewissermaßen. Genau, ich habe jetzt mal aus dem viel der Fragen drei besondere herausgegriffen, die ich jetzt einfach mal so direkt in einem Block stellen würde und Ihnen dann sozusagen in die Runde werfe. Die erste Frage ging direkt an den Herrn Schinkel, aber vielleicht können das auch noch die anderen Diskutanten mitdiskutieren. Die lautete, dass unabhängig von Aufgreifschwellen und verschiedenen Zuständigkeiten, welchen Leidensdruck spüren Ihre Kunden und welche Lösungen sind für die Industrie 4.0 derzeit gefragt? Also Industrie 4.0. Ja, könnte ich direkt drauf eingehen. Industrie 4.0 gibt es. Ist die Frage ist schon komplett, oder? Genau, die ist komplett. Dann machen Sie erstmal und ich bin gleich wieder dabei. Okay, nee, dann gehen wir das Thema einfach kurz durch. Industrie 4.0 ist ja nichts anderes als die Vernetzung von verschiedenen Anwendungen, sage ich jetzt mal, bis Losgröße 1, wie man so schön sagt. Da gibt es auch jetzt hier über den DIHK verschiedene Besuche, die organisiert wurden, ganz Deutschland und ganz Europa. Wir selbst haben jetzt im Januar eine Industrie 4.0 Musterfabrik in Aachen, der RWTH Aachen, mit zwei verschiedenen Funktechniken versorgt, einmal mit 5G und mit WLAN 6. Und das sind auch diese zwei typischen Anwendungsszenarien, sage ich jetzt mal. Es geht ja nicht nur Industrie 4.0, sondern auch Landwirtschaft 4.0, sage ich jetzt mal, kann man da gerade in einem Zug mitnennen. Autonom fahrende Traktoren,
Überwachung per Drohnen und so weiter, was da alles auf uns zukommt und was schon im Einsatz ist in anderen Ländern, aber in Deutschland einfach noch ein bisschen so typisch Bedenkenträger, ein bisschen später kommt, muss man einfach so sagen. Und es wird hier nicht die Lösung geben, sondern es werden immer zwei Lösungsansätze oder drei Lösungsansätze bleiben, sage ich jetzt mal. Das ist dann jeweils der jeweiligen Anwendung geschuldet. Ein klassischer Automobilhersteller, sage ich jetzt mal, der hat dann ein eigenes 5G-Netz in-house gebaut, sage ich jetzt mal, um hier Tausende und Hunderttausende von Sensoren, das ist der große Vorteil von 5G, mit sehr geringen Latenzzeiten entsprechend in ein Netzwerk zu nehmen, damit die Roboter Hand in Hand greifen, weil wenn es da zu ein paar Millisekunden Versatz kommt, gibt es einen großen Schaden. Im landwirtschaftlichen Bereich ist dann eher das Monitoring von einzelnen Sensoren, die dann irgendwo im Boden drin sind. Muss ich düngen, muss ich nicht düngen, muss ich vielleicht gießen? Wir betreiben jetzt zum Beispiel und sind im Aufbau eines LoRaWAN-Netzwerks für ganz Baden-Württemberg unter LoRaWAN BW. Wird es im Frühjahr online geschaltet, wo zum Beispiel jetzt ein Sensor speziell entwickelt wurde, wir nennen ihn den Winzer oder den Weinsensor, wo dann mit Funk hier verschiedene Lösungen gibt. Wann muss ich die Reben schützen vor Frost und was auch immer, also um hier einfach um die Ernten zu schützen. Das gilt natürlich dann auch für alle anderen entsprechenden Themen in der Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, um hier Ernteausfälle vorzubeugen. Deswegen gibt es nicht den Industrie 4.0-Ansatz, sondern andere Themen sind für selbstfahrende Roboter zum Beispiel und Fahrzeuge ist 5G eher das falsche Thema. Hier wird dann wieder mehr auf WLAN gesetzt. Also es wird immer eine Koexistenz sein zwischen beiden Technologien. Da gibt es dann noch ein paar Nischenthemen wie Narrowband IT und so weiter, wo dann auch wieder die großen Anbieter mit drin sind. Aber auch hier kann eigenwirtschaftlich und vor allen Dingen auch privatwirtschaftlich ohne die großen Mobilfunkkonzerne, also in dem Fall Telekom und Vodafone oder Telefonica, auch eine Firma mit Mittelstand eigene Netze aufbauen und die Daten bleiben dann auch in seinem Haus. Das ist immer das andere Thema. Wir haben eins der besten Datenschutzgesetze weltweit, muss man einfach sagen. Und wir haben immer Hemmschwellen, die Daten in die Cloud zu geben. Aber in dem Moment, wo ich dann IoT 4.0 oder Industrie 4.0 von Telekom, von Vodafone, von wem auch immer habe, gebe ich die Daten komplett außer Haus. Und das dauert einfach, hier entweder eine entsprechende Akzeptanz zu finden, dass das so ist, oder die Möglichkeiten zu haben, eigene Netze aufzubauen. Und die technischen Möglichkeiten sind einfach da. Möchten Sie das kommentieren, Herr Karais, Herr Schlichtenmeier? Ansonsten würde ich noch mal für eine weitere Frage. Nur in Kürze. Die Ausführungen zur Landwirtschaft sind natürlich auch ganz wesentlich. Also wir reden ja ganz viel über das Thema. Also da spricht jetzt der naturschutzpolitische Sprecher Karais, den es auch noch gibt. Dass wir ganz viel drüber reden, über Artenschutz, über das Thema Düngen, über das Thema Pflanzenschutzmittel und da spielt die Digitalisierung eine extreme Rolle. Und da sind andere Länder schon viel weiter. Da auch nochmal danke für die Beispiele, das ist wirklich super. Das spielt einfach eine ganz entscheidende Rolle. Ansonsten, es wird halt verschiedene Lösungen geben und das ist auch hochindividuell, je nach den Bedürfnissen der Unternehmen. Das ist auch das, was ich feststelle, wenn ich so unterwegs bin, dass viele sogar schon eigene WLAN oder 4G oder 5G-Netze intern haben. Da geht es dann aber um die Fabriksteuerung. 5G-Netze generell oder 4G-Netze sind natürlich dann interessant, wenn man halt keinen stationären Arbeitsort hat für Unternehmen. Also wenn ich irgendwie unterwegs bin, wenn ich irgendwelche Servicearbeit mache, wenn ich Vertriebler bin und irgendwie zugreifen muss auf irgendwelche Firmendaten oder sonst irgendwas, spielt es halt eine dringende Rolle. Und ansonsten auch da wird es sicherlich noch viele tolle Anwendungen geben, die wir dann nutzen können. Ja, nur noch ganz kurz, also das Thema ist auch angesprochen, das Thema LoRaWAN. Das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht eine ganz, ganz spannende Angelegenheit, weil das auch ein Stück weit zu Kommunen tatsächlich eine Möglichkeit sein kann, die Kommune vor Ort relativ einfach und relativ kostengünstig smarter zu machen. Und es gibt ja tatsächlich auch inzwischen eine ganze Reihe an Praxisbeispielen in Baden-Württemberg. Ich denke zum Beispiel an Landkreis Böblingen oder auch an Schwarzwald-Baar-Kreis, die da mit unterwegs sind und da einige interessante Sachen ausprobieren. Und insofern, also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Sache, die man tatsächlich auch ohne die großen Mobilfunker machen kann. Nee, also gerade hier nochmal der Hinweis, Mini-Werbung muss sein, dass wir hier jetzt zusammen mit vielen, vielen Stadtwerken
ein komplettes WLAN, versuchen, ein komplettes LoRaWAN-Netzwerk flächendeckend oder fast flächendeckend für Baden-Württemberg auszurollen. Eigenwirtschaftlich komplett und da wird noch einiges passieren. Und vor allen Dingen, es ist LoRaWAN, wird auch teilweise von der Telekom vermarktet. Das ist aber kein LoRaWAN, sondern das ist dann Narrowband IT. Das heißt, es läuft über Mobilfunknetze, deutlich höhere Sendeleistungen. Und die Daten sind dann wieder bei denen und über unsere Lösung, das ist ein modulares System, wo dann auch eine kleine Kommune sagen kann, ich möchte meinen eigenen Steuerungsrechner, wo die ganzen Sensoren die Daten liefern, selber hosten, aber er nutzt unser Netzwerk zum Transport. Das heißt, die Daten sind bei ihm und werden nur durch Fremde transportiert. Das ist so wie das Nutzen einer fremden Glasfaserleitung, wenn das mal wieder beim Thema sind, oder einer Straße. Aber das Auto gehört nach wie vor mir und die Personen, die drin sitzen, gehören zu mir, sage ich jetzt mal. Und so dieses Thema wird auf jeden Fall jetzt ausgerollt werden. Die ersten Landkreise in Bayern haben damit angefangen, mit verschiedenen Kooperationen, haben hier 2 Jahre fast entwickelt und das wurde so nach und nach ausgerollt. Das einfach so. Als Thema. Also da wird noch was kommen. Smart City in Baden-Württemberg kann kommen. Vielen Dank für den Hinweis und insbesondere auch Ihre Antworten und ganz besonders die Frage. Und die erste Frage macht mehr Lust auf eine zweite, Frau Molitor. Was haben Sie denn noch für uns? Ich hätte noch zwei, die ich jetzt en bloc stellen würde. Das erste war die Frage, ob der Glasfaserausbau auch dann gefördert wird, wenn über Kabel schon eine schnelle Internetverbindung besteht. Und die andere Frage wäre, Starlink geht gerade mit monatlich 85 Euro für 50 bis 150 Mbit im Downstream und Latenzen zwischen 20 und 40 Millisekunden an den Start. Der Upstream müsste jetzt wohl in der Beta-Phase sein. Die Ausbaukosten werden auf ungefähr 30 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Frage dazu, wie wirkt sich das auf die Geschäftsmodelle und gegebenenfalls Fördermodelle und auf den Förderwillen bei dem Glasfaserausbau aus? Okay. Also ich würde sagen, mal zum ersten Punkt was sagen, weil das kann man relativ schnell beantworten. Das zweite ist ein bisschen komplizierter. Also momentan ist es ja so, dass es tatsächlich bei der jetzigen Förderpolitik eine Aufkreisschwelle von 30 Megabit gibt. Das heißt, ich kann aktuell fördern nur dort, wo die derzeit verfügbare Geschwindigkeit unterhalb der 30 Megabit liegt. Ich vermute, dass mit dem Begriff Kabel das Fernsehkabelnetz gemeint ist, also sprich im Fachjargon nennt man das DOCSIS. Wenn das gemeint ist, dann gilt Stand heute auf jeden Fall, dass alle Gebiete mit DOCSIS nicht förderfähig sind. Grundsätzlich nicht, weil es gibt keinen DOCSIS-Anschluss, an dem weniger als die 30 Mbit verfügbar sind. Man muss aber darüber hinaus sagen, dass die DOCSIS-Netze zumindest mal, wenn sie technisch auf die, das ist wieder ein bisschen speziell auf DOCSIS 3.1, also das ist eine Version der entsprechenden Technologie, hochrüstbar sind, und es sind fast alle, in Baden-Württemberg sind es eigentlich alle, dann sind die potenziell gigabitfähig, das heißt zumindest mal im Downstream, also im Download, sind die 1000 Megabit möglich. Und man muss auch klar sagen, dass das auch mit ein Grund ist, warum die Bundesregierung sich für ihre Breitbandziele überhaupt nicht einen flächendeckenden Glasfaserausbau vorgegeben hat, sondern tatsächlich flächendeckende gigabitfähige Netze sich als Ziel gegeben hat. Einfach aus dem Grund, weil man quasi sagt, über die Fernsehkabelnetze erreicht man bereits eine Versorgung mit Gigabit-Geschwindigkeiten im Download, und die nimmt man quasi deswegen aus der Förderung raus. Und deswegen ist es tatsächlich so, was wir so ein bisschen bedauern, ehrlich gesagt, dass mit der angekündigten grauen Fleckenförderung, die ja tatsächlich auch erstmalig eine Förderung in Gebieten möglich machen wird, die über den 30 Megabit liegen wird, aber eben noch unterhalb der Gigabit-Geschwindigkeit, die soll nach allem, was man hört, Anfang nächstes Jahr irgendwann starten, dass auch dort die Kabelnetze aus der Förderung nach wie vor draußen sind. Das heißt also überall dort, wo die heute sehr Vodafone im Prinzip flächendeckend oder mehr oder weniger flächendeckend zumindest, dass überall dort, wo die Vodafone ein Fernsehkabelnetz betreibt, wird es kein gefördertes Glasfasernetz geben. Man muss allerdings fairerweise noch das als letzter Satz dazu sagen, dass dort, wo Fernsehkabelnetze liegen, der Wettbewerb häufig zumindest noch einigermaßen funktioniert. Das heißt tatsächlich, dort gibt es dann in aller Regel einen Technologiewettbewerb mit der Telekom. Die Telekom baut dort, weil sie Kunden verliert, erstmal auf VDSL Vectoring, also FTTC aus. Und die Experten gehen davon aus, dass dort in Zukunft auch vermutlich ein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau passieren wird. Ob das wirklich flächendeckend passiert, würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber in vielen Gebieten wird es sicherlich so sein. Zur zweiten Frage würde ich Ihnen Vorrang lassen.
Also Wer mag? da schiebe ich einfach mal rein. Starlink ist ja so ein Satelliten-Breitband-Projekt. Und das ist grundsätzlich interessant, vor allem für Gebiete, in denen man eben schwer hinkommt oder für irgendwelche abgelegenen Hütten in den Alpen oder so. Da ist das natürlich sehr interessant, hat aber natürlich eine gewisse Störanfälligkeit. Und der Preis wurde genannt, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das war schon weit jenseits des normalen Anschlusspreises. Und ein Knack, bitte? 90 Dollar, glaube ich, sind 90 Dollar, ja, das ist schon mal deutlich mehr. Ich meine, für einen normalen Breitbandanschluss zahlen Sie je nach Anbieter und je nach Bandbreite zwischen, sagen wir mal, 20 und 60, 70 Euro. Es gibt auch welche für 100 Euro. Das sind dann die Gigabit-Anschlüsse im Privatbereich. Also ich rede vom Privatbereich. Ist es dann nicht wirklich konkurrenzfähig? Und ein Knackpunkt war da schon drin. Und zwar die Reaktionszeit oder Latenzzeit von ungefähr 40 Millisekunden. Das ist extrem träge und da fängt es dann schon an, dass es unangenehm wird, wenn man zum Beispiel über Internet eben telefoniert oder Videokonferenzen macht, weil man einfach so einen zeitlichen Versatz hat, dass man dann ein unangenehmes Gefühl hat, weil einfach die Reaktion zum eigenen Gesagten einfach zu lange dauert und das ist dann unnatürlich und dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Das ist bei solchen Latenzzeiten ein gewisses Problem. Und das ist ja auch der Vorteil von Glasfaser oder auch von 5G, dass da die Reaktionszeiten eben extrem kurz sind. Und das ist halt mit so langen, also da reden wir dann von einer bis maximal mal so 6, 7 Millisekunden. Und bei Satelliten, wenn es da 40 Millisekunden sind, dann ist es halt schon mal ein deutlicher Faktor. Und das ist dann nicht für alles zu gebrauchen. Das kann natürlich ein Ansatz sein, ist besser als nichts auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass das groß Konkurrenz machen wird zum Boden- und festnetzgebundenen Kabel oder also Fernsehkabel oder Glasfaseranschluss. Wobei man sagen muss, dass 40 Millisekunden für eine Satellitenverbindung extrem gut ist. Also die heutigen Satellitenverbindungen über Satelliten, die weiter oben im Orbit sind, die sind, glaube ich, im Bereich 2, 3, 4, 500 Millisekunden. Also für das ist es ganz gut, aber Sie haben völlig recht, ich sehe es auch nur als Lösung für ganz, ganz wenige ausgewählte Gebiete, die so schwer zu erschließen sind, dass es da vielleicht dann zum Einsatz kommen könnte. Vielen Dank. Frau Monitor, gibt es noch Fragen aus dem Chat? Ansonsten würden wir so langsam in die Schlussrunde einbiegen mit Blick auf die Uhr. Dann würde ich noch eine letzte Frage, die mehr eine Anmerkung gewesen ist, vorlesen von einem Herrn, der sagt, dass er sich seit 1995 dafür einsetzt, dass bei jeder örtlichen Öffnung der Straßen oder der Wege die Leerrohre mit verlegt werden, dass das zwingend notwendig gemacht wird. Er sagt jetzt, leider schlafen alle Beteiligten seit mehr als 25 Jahren. Kann man so stehen lassen, sage ich jetzt mal, und kann man teilweise auch bestätigen, wie wir schon im Vorgespräch gehört haben. Das Problem ist aber zum Beispiel, dann sollte man auch wieder hier politisch auf die großen Anbieter einsteigen, dass zum Beispiel die Telekom zwar Leerrohre teilweise nutzt, aber diese Leerrohre dann am besten geschenkt haben möchte und keine Leerrohre mietet und keine Pacht bezahlt. Das heißt, ein entsprechender Rückfluss an wirtschaftlichen Mitteln, also an Geld in dem Fall, an denjenigen, der das Leerrohr verlegt hat, findet dann nicht statt, wenn es die Telekom nutzt. Und die Telekom nutzt es einfach nicht. Entweder sie nutzt es kostenlos oder gar nicht. Sodass wiederum Stadtwerke zum Beispiel, die jetzt als Eigenbetrieb auch wieder einen Gewinn erwirtschaften müssen, auch wenn er relativ gering ist, wenn es nur 1 Euro ist im Jahr, aber auch wieder entsprechend hier Mittel in die Hand nehmen müssen, wo sie nachher keinen ROI haben, also keinen Return of Invest. Und mittlerweile durch die entsprechenden Buchhaltungs- und Förderkriterien keine Mischung mehr zwischen den einzelnen Gewerken sein darf. Das heißt, eine Stadtwerken ist es nicht mehr gestattet, durch Einnahmen aus dem Strombereich zum Beispiel Glasfaser für Telekommunikation in den Boden zu legen. Das heißt, hier dürfen keine Mischkalkulationen mehr betrieben werden, sondern selbst der Anteil des Sandes, der dann im Boden liegt, sage ich jetzt mal,
Weil ich dann pro Meter Leerrohrverlegung brauche ich ca. 10, 20 Kilo Sand mehr aufgrund der unterschiedlichen Verlegetiefen. Die darf ich nicht mehr in den normalen Strombereich oder Wasserbereich oder was auch immer da gerade in den Boden gelegt worden sitzt, mit reinrechnen, sondern ich muss es rausrechnen und habe dann praktisch totes Kapital im Boden liegen, was dann keinen entsprechenden Return of Invest bietet, wie man so schön betriebswirtschaftlich sagt. Und das ist der Grund, warum es oft hapert. Und was oft gemacht wird, ist, und dann hapert es dann auch wieder, dass auch hier wieder aus einiger leidiger Erfahrung, dass die Straßen geöffnet werden, die Stadtwerke dann vielleicht nicht als Provider tätig sind, dann aber der Telekom und den anderen Anbietern, in dem Fall Vodafone in dem Bereich für Ex-Kabel BW, anbieten, dass hier Leerrohre mit reingelegt werden können oder auch Glasfaser mit direkt mit reingelegt werden können, zu entsprechenden Mitverlegepreisen, die dann wirklich sehr günstig sind. Aber aufgrund des geringen Druckes, aufgrund der Bevölkerung und der entsprechenden Kunden, kein Ausbau erfolgt. Was dann wieder den Nachteil hat, 2, 3 Jahre später kommt dann der Mittelständler, der sich dann einen Glasfaseranschluss braucht, weil plötzlich 1000 Leute im Homeoffice sind und dann 100 Megabit nicht mehr ausreichen, sondern er braucht dann eine deutlich höhere Leitung, dass die Straßen dann wieder aufgerissen werden. Und dementsprechend sehen auch unsere Gehwege aus, sage ich jetzt mal. Schön, immer schön aufgefräst und unterschiedlich die Farben an Asphaltverbindern, sage ich jetzt mal. Aber die Pflicht zum Mitverlegen im überregionalen Bereich gibt es das, jetzt aber im Hausanschlussbereich leider noch nicht. Und selbst im überregionalen Bereich passiert es leider nicht immer, muss man sagen, obwohl es die gesetzliche Verpflichtung gibt, ja. Ja, wobei auch dort hier das Thema teilweise, ich sage es mal, wenn 3 Kommunen miteinander verbunden sind und es gibt eine Glasfaserverbindung von A nach B zum Standort C, es nicht noch unbedingt von A nach D wieder zu C geben muss oder eine Direktverbindung. Es müssen nicht unbedingt 20 Verbindungen nach Frankfurt laufen. Das war auch eine andere Frage, die jetzt hier einfach jetzt vorher schon durch den Chat durchgelaufen sind, die ich mitgelesen habe. Zum Beispiel, dass jetzt von Baden-Württemberg an die Nord- und Ostseeküsten zu den ganzen Windparks irgendwelche Stromtrassen verlegt werden. Warum da nicht Glasfaser mitverlegt wird? Das Glasfaser wird nicht an der Ostsee oder von Baden-Württemberg nach Hamburg oder so benötigt, sondern es wird nach Frankfurt benötigt, es wird nach Paris benötigt, nach Zürich, wo die entsprechenden Internetknoten sind. Und wenn ich sehe, zum Beispiel, jetzt, wir betreiben ein Rechenzentrum in Karlsruhe, wir haben eine Millisekunde nach Frankfurt zum DCX, wir haben eine eigene DCX-Anbindung und da laufen, wenn man das zusammenrechnet, sind es ungefähr 20.000 bis 30.000 Fasern, die allein aus dem Gebiet Karlsruhe bis nach Frankfurt schon laufen. Da müssen nicht noch mehr Kabel reingelegt werden. Da liegen so viele Fasern einfach brach mit Hunderten von Terabit-Kapazität, die einfach noch nicht benutzt werden. Da muss man nicht nochmal Geld reinlegen und irgendwas neu buddeln. Wichtiger ist, dass dann wirklich aus den einzelnen Verteilern, aus den früheren Hauptverteilern der Telekom oder sonstigen Anschlusseinheiten, die Cluster können mit Glasfaser deutlich größer sein, weil ich dann keine Längenbeschränkung mehr habe, einfach in die entsprechenden Häuser gegraben wird, sage ich jetzt mal, so nach und nach dann. Das ist eigentlich viel wichtiger, als hier neue große Trassen zu bauen, die nachher nicht genutzt werden. Also mein Thema. Beim letzten Punkt 100% Zustimmung. Wir brauchen zum einen das Backbone-Netz erstmal in die einzelnen Ortsteile. Da sind ja viele Kreise auch schon seit einiger Zeit unterwegs damit, dass man tatsächlich erstmal eine Zuführung in jeden einzelnen Ortsteil bekommt und dann natürlich im nächsten Schritt definitiv die komplette innerörtliche Verteilung. Das ist die große Herausforderung und das ist auch der große Kostentreiber. Nicht die überörtliche Verbindung nach Frankfurt oder Zürich oder sonst irgendwohin. Da sind, glaube ich, die bestehenden Netze ausreichend. Mehr als ausreichend. Ja. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe nur noch eine Ergänzung zu meinem Statement vorher zum Thema Satelliten. Und zwar, ich habe da viel auf das Thema Private gesprochen, aber es gibt natürlich eben auch mobile Anwendungen, wo man halt irgendwo ist, wo man eine landwirtschaftliche Maschine oder sowas irgendwie mit irgendwas im Netz verbinden muss. Da kann es schon interessant sein. Es gibt übrigens ganz in der Nähe oder in Baden-Württemberg jedenfalls in Backnang das Deutsche Zentrum für Satellitenkommunikation. Das ist ein Verein, das ganz viele Akteure aus der Satellitenindustrie und aus der Kommunikation eben miteinander zusammenbringt. Und die arbeiten eben auch daran, sich zu überlegen,
Wie können Satelliten da eine Rolle in der Kommunikation spielen? Es ist ja vor allem jetzt in Deutschland weniger, aber in anderen Ländern dieser Welt sind es ja so große Flächen, da können sie gar nicht überall Mobilfunk ausbauen. Also in Australien, im Outback oder irgendwo in Afrika, da gibt es das zwar zum Teil, aber es ist natürlich extrem schwierig und extrem teuer. Da kann natürlich Satelliten sehr wohl eine Option bieten. Und da ist es dann schon interessant. Man muss aber nur ein bisschen gucken aus meiner Sicht. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch diesen Niederorbit-Satellitenansatz. Das heißt, das sind dann ganz kleine Satelliten, die sind ungefähr so groß wie ein Kühlschrank, unterwegs in einer relativ geringen Höhe im Orbit um die Erde. Und da braucht man dann aber irgendwie über 10.000, wenn man da die ganze Welt abdecken möchte. Das heißt, 10.000 kühlschrankgroße Satelliten, die da rumfliegen und die fallen halt auch alle irgendwann mal wieder runter. Also da ist quasi eher so Nachhaltigkeits-, Umweltaspekt, Sicherheitsaspekt spielt da eine Rolle, weil die Ideen gibt's übrigens auch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das auch in anderen Gebieten in Baden-Württemberg so. Da ist vor kurzem ist mal so eine Testgruppe ein paar Mal über den Nachthimmel geflogen. Einfach, das waren so 5, 6 Satelliten. Das sieht Das man, war wenn da so erstaunlich. ganz schnell Informationen eben welche vorbeifliegen. Also das ist schon ein Thema, an dem gearbeitet wird, keine Frage. Also ich will es nicht ausschließen, aber das kabelgebundene Internet ist einfach performanter und ist aber natürlich, hat den Nachteil, ist halt nur dann in einem Gebäude, wo es halt eben auch liegt und nicht dann irgendwo daneben. Also deshalb kann es natürlich interessant sein, vor allem wenn es darum geht, in Häuserschluchten, die es ja in Deutschland weniger gibt, aber auch, aber zum Beispiel in den USA oder in China interessant, wenn man da in irgendwelchen Hochhausgebieten ist, also richtige Wolkenkratzer, dann ist es schwer, eben in diese sozusagen Schluchten reinzukommen mit Mobilfunk. Und da ist ein Satellit natürlich interessanter, weil der kann da von oben reinfunken. Also da kann es interessant sein. Das nur als Ergänzung, weil ich das ein bisschen abgetan hat, aber es spielt schon eine Rolle. Aber ich glaube nicht, dass das den Glasfaseranschluss verdrängen wird. In Richtung Glasfaser einfach als Ergänzungstechnologie, die jetzt noch kommen wird. Und wir werden jetzt im ersten Quartal in Baden-Württemberg eine Kommune ausstatten. Den Namen wollen wir jetzt noch nicht preisgeben. Das wird es dann in der Presse geben. Das ist auch eine neue Technologie, die hier kommen wird. Das ist ursprünglich von Facebook entwickelt, aber als Standard. Da geht es jetzt nicht ums Datensammeln, sondern auch ums Datenübertragen. Und hier sind dann Datenraten mit 3 bis 4 Gigabit pro Sekunde pro Haushalt machbar. Und die im Nahbereich per Funk, auch als Ergänzung zu FTTC. Hier, die Telekom ist auch im Feldtest. Wir liefern diese Techniken über unsere Muttergesellschaft. Da gibt es inzwischen 3 Hersteller, die das vertreiben. Und ja, da wird jetzt im ersten Quartal werden die ersten Kunden angeschlossen. Einfach als Test zum Zeigen, dass es funktioniert. Die sind schon ausgebaut, die haben Vectoring von der Telekom, aber da gibt es jetzt dann halt demnächst Gigabit per Funk bis in die Haushalte hinein. Und die Gigabit gehen in beide Richtungen. Das heißt, man hat dann hier pro Anschluss bis 8 Gigabit sind theoretisch machbar. Man kann aber hier Standardanschluss in Gigabit und 2 Gigabit Vollduplex in beide Richtungen. Super. Also da wird im ersten Quartal werden die ersten Anschlüsse geschaltet. Momentan laufen die momentan baulichen Vorbereitungen. Also auch hier in diese Richtung wird sich was tun. Das ist nicht der Heilsbringer, das ist eine Ergänzungstechnologie, einfach um hier das Gigabit schneller vom Curb, also vom entsprechenden Anschluss in der Straße in die Haushalte zu bringen, ohne dass man die Straßen aufgraben muss. Das so als Hinweis. Also da wird sich noch was tun in Deutschland. Wenn Sie dann mit der Presse über den Namen der Kommune sprechen möchten, dann denken Sie auch an den Behördenspiegel. Ist natürlich auch für uns ein interessantes Wir sind ja jetzt Thema. vernetzt seit heute. Ich kann Sie dann connecten. Wunderbar. Ich biege mal in die Schlussrunde ein. Ich will das jetzt gar nicht alles zusammenfassen. Also wir haben im Boden angefangen, sind dann über die Luft ins Weltall quasi abgehoben, haben sehr viel diskutiert. Was man strukturell organisatorisch vielleicht besser machen könnte, haben aber auch aufgezeigt, warum, also dass es kein Selbstzweck ist, sondern dass die digitale Infrastruktur halt tatsächlich die Basis ist, um viele Zukunftsprojekte auf die Schiene zu bringen, die letztlich auch jedem einzelnen Bürger das Leben am Ende des Tages leichter macht. Und wenn man gerade mal an Telemedizin und dergleichen denkt, die natürlich dann auch teilweise wirklich sehr grundlegende
Veränderungen dann hervorrufen werden. Ich darf mich ganz herzlich bei allen für die Aufmerksamkeit bedanken und insbesondere beim Gastgeber für die Einladung und die Chance, hier zu moderieren zu können, und würde auch Herrn Kareis zum Abschluss gerne nochmal das Wort geben. Vielen Dank. Ja, auch Ihnen vielen Dank, Herr Gerd, für die Moderation und auch an Herrn Schlichenmeier und Herrn Schinkel für die fachlich sehr guten Beiträge, die Ergänzungen. Ich glaube, wir haben zeigen können, wo der Hase im Pfeffer liegt sozusagen, aber auch zeigen können, wozu man das Ganze überhaupt braucht und dass das nicht nur irgendwie ein abstraktes Ziel ist, von dem immer alle reden, ja, wir brauchen irgendwo schnelles Internet und wir wissen gar nicht, wozu. Das ist nicht der Fall, sondern das hat, glaube ich, die Diskussion gezeigt. Für mich ist wichtig, dass wir im Land eben schauen, auch vor dem Hintergrund von Corona, das natürlich einen gewissen Schub und eine gewisse Nachfrage gebracht hat, einfach weil das Thema Homeoffice interessanter geworden ist, das Thema digitale Bildung ist interessanter geworden oder notwendiger geworden, wie auch immer man es wenden will. Und ich denke, da wird es einen bleibenden Effekt auch für die Zukunft geben. Und es hat sich ja eins gezeigt, und zwar, dass wir da noch Nachholbedarf haben im Vergleich zu anderen. Und deshalb ist da unser Appell als FDP-Fraktion auch, dass wir eben sagen, wenn es kommende Haushalte gibt, die wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu gestalten werden, weil einfach Steuereinnahmen fehlen oder weil wir Kredite zurückzahlen müssen, die wir jetzt aufnehmen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, dass wir dann eben nicht bei dem Thema Digitalisierung sparen von staatlicher Seite. Man kann zwar nicht alles staatlich organisieren und finanzieren, da muss viel auch von der Wirtschaft kommen, aber wir können an der einen oder anderen Stelle schon die Impulse liefern, unterstützen. Dort, wo es eben wirtschaftlich nicht möglich ist, müssen wir eingreifen, einfach damit wir auch die Grundlage für ein Wiedererstarken der Wirtschaft liefern können und für ein zukunftsfähiges Deutschland. Da haben wir auch ein entsprechendes Papier, vor kurzem im September war das veröffentlicht, das heißt Digitaloffensive für Baden-Württemberg. Das können Sie auf unserer Internetseite auch jederzeit abrufen. Da geht es nämlich darum, dass wir da auch einen Finanzierungsvorschlag für 1 Milliarde in die Infrastruktur, aber auch die Hardware und Ausbildung im öffentlichen Bereich, sage ich jetzt mal, aber natürlich auch den Breitbandausbau an sich. Da machen wir verschiedene Vorschläge, wie wir eben den Baden-Württemberg zeitgemäß gestalten wollen. Geht ja auch nicht nur um die Anbindung, es geht auch um die Nutzung der Anbindung, also das Thema E-Government, das Thema kann ich jetzt zum Beispiel meinen Ausweis zu Hause vom Sofa bestellen oder kann ich es nicht? Weil sonst bringt einem die beste Internetleitung nichts, wenn ich keine Anwendung dafür habe. Das hatten wir auch schon besprochen und da setzen wir uns dafür ein. Klicken Sie gerne mal bei uns durch. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich. Wie gesagt, Herr Gerd, Herr Schlichenmeier und Herr Schinkel, dass Sie heute Abend mit Ihrem Sachverstand und Ihren Moderationskünsten uns quasi beigestanden haben, unserem Thema Nachdruck geholfen haben und hoffentlich auch für die Zuschauer interessant waren. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es so war. Ein kleines Weinpräsent kommt Ihnen natürlich auch noch zu. Normalerweise würden wir das händisch überreichen, aber Sie kriegen dann noch was zugesandt. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Bleiben Sie uns treu und auch nochmal der Dank an das Organisationsteam, an die Frau Molitor, die das ganz inhaltlich vorbereitet hat, an die Frau Seifer, die das im Hintergrund technisch verwaltet. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Bleiben Sie uns treu. Schalten Sie mal wieder rein. Wir freuen uns drauf. Wir bieten Ihnen demnächst auch wieder was zum Thema digitale Ethik an und zum Thema Smart City in der Kommune beziehungsweise E-Government. Das sind dann spannende Themen, die wir demnächst auch wieder Ihnen präsentieren. Die Einladung kommen. Schauen Sie wieder rein. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, schönen Abend. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja. Genau, vielen Dank von meiner Seite auch. Schönen Abend noch.